Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Guns of Boom Video. Heute möchte ich euch mal den alten Zombie-Horden-Modus vorstellen, den es früher in der alten PC-Version von Guns of Boom gegeben hat und jetzt halt nicht mehr gibt oder generell noch nie gegeben hat in der mobilen Version von Guns of Boom. Ich finde die Idee persönlich ziemlich nice eigentlich. Das wäre mal eine geile Variante für Leute, die nicht ausschließlich Multiplayer spielen wollen, dass Guns of Boom vielleicht in der jetzigen Handy-Version auch so ein Zombie-Horden-Modus einfügt, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, dass man entweder alleine gegen Zombie-Horden antritt, die eben immer mehr und immer schwerer werden, oder eben auch entsprechend mit einem oder mehreren Kollegen. Hier spielt der Spieler im Hintergrund mit einem Freund zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das eben wirklich nur mit einem Kollegen zusammen damals ging oder vielleicht auch mit mehreren Kollegen. Ich finde aber grundsätzlich die Idee ziemlich geil, dass man so eine Art PvE-Modus in Guns of Boom einführen würde. Das heißt, man kann dann eben alleine oder eben mit mehreren Freunden zusammen gegen den Computer, hier in diesem Falle gegen Zombie-Horden, antreten. Wäre eine sehr, sehr geile Sache, finde ich. Als Handgemenge oder Event wäre das schon cool, aber ich würde mir ehrlich gesagt so eine Art Modus als festen Modus in Guns of Boom in der jetzigen mobilen Version eben wünschen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Hättet ihr Bock auf so einen Zombie-Horden-Modus oder irgendeine andere Variante, wo man allein oder mit mehreren Freunden gegen den Computer antritt? Ich finde es, wie gesagt, ziemlich nice. Was mir jetzt immer wieder aufgefallen ist, hier kommt immer zwischendurch so ein Countdown darunter zählt. Ich vermute mal, das sind die immer schwerer werdenderen Gegnerwellen, die eben auftauchen, wenn man alle Gegner von der jeweiligen Welle gerade erledigt hat. Und dann sieht man zwischendurch immer diese lila-bläulich leuchtenden Portale, worauf die Spieler hier manchmal zielen. Das sind eben scheinbar die Portale, wo die Gegner eben spawnen bei jeder Welle. Und mir ist auch aufgefallen, hier gibt es verschiedene Arten von Zombies. Das heißt, hier sehe ich einmal grüne Zombies, dann gibt es so hautfarbene beige Zombies und ab und zu dazwischen kommen lilane Zombies. Diese lilanen Zombies scheinen etwas stärker zu sein und schwerer zu erledigen. Und obwohl man hier jetzt so gesehen mit seinem Kollegen zusammenspielt, ist mir aber aufgefallen, dass das hier letzten Endes ein Spiel gegeneinander ist. Denn es geht am Ende darum, wer von den beiden Kollegen am meisten Zombies umgelegt hat. Das wird in der Gesamtstatistik dann zusammengefasst. Also doppelt Spaß. Zum einen spielt man schon irgendwie zusammen, weil man will ja zusammen überleben. Aber auf der anderen Seite geht es eben darum, dass man selber die meisten Kills macht. Ich muss sagen, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man diesen Zombie-Horden-Modus aus der alten PC-Version nicht nur integriert in der jetzigen mobilen Version von Guns of Boom, sondern vielleicht auch ein wenig erweitert. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Zombie-Horden-Modus eben wie gesagt einmal mit Freunden oder alleine rein gegen den Computer spielen kann, aber man könnte auch sagen, man macht eine extra Art von Multiplayer, wo man ganz normal Multiplayer Guns of Boom spielt, also Team Deathmatch oder Erobern oder ähnliches, und zusätzlich zu den normalen Gegnern, die eben von echten Menschen gesteuert werden, kommen dann einfach Zombie-Horden. Das klingt jetzt etwas abgefahren, aber vielleicht kennt das der ein oder andere von euch zum Beispiel aus Call of Duty World War II. Das habe ich eine ganze Zeit lang auf der Xbox One gespielt und dort ist es eben so, da gibt es extra die Option zu sagen, ich möchte normalen Multiplayer spielen, aber zusätzlich mit Zombie-Horden, die eigentlich jeden normalen Spieler angreifen, der sich in deren Nähe befindet. Und das mischt das Gameplay eben komplett nochmal auf und gestaltet es wirklich nochmal anders. Stellt euch vor, ihr rennt dann Gegner hinterher und wollt ihn einfach mal schön wegholen, ohne dass er euch vorher gesehen hat oder ähnliches, und auf einmal kommen um die Ecke 10 Zombies in einer Horde auf dich zugerannt und wollen dich umbringen. Das verändert die Art des Gameplays doch ganz schön und macht auf jeden Fall ordentlich Action in so einem Spiel wie Guns of Boom. Ich persönlich könnte mir das eigentlich ziemlich gut vorstellen, aber was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr jetzt sagen, nee, ich hätte eher Lust, einen reinen Zombie-Horden-Modus in der jetzigen Version von Guns of Boom auf dem Handy zu haben, sprich man kann entweder alleine oder mit einem Kollegen zusammen ausschließlich gegen computergesteuerte Zombie-Horden kämpfen, Welle für Welle, oder hättet ihr auch Bock zusätzlich auf einen Zombie-Modus im Multiplayer? Das, was ich eben erklärt habe, man spielt normale Multiplayer-Runden mit Kollegen und gegen andere Gegner und hat zusätzlich eben immer wieder Zombie-Horden einfach mitten auf der Map mit im Spiel dabei. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin, hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, ciao.